Hallo, liebe Schüler. Na, habt ihr auch brav eure Hausaufgaben gemacht? Wenn ja, dann werdet ihr festgestellt haben, dass sich auf der ECAM Bleed Statusseite etwas tut, wenn man auf die Triebwerke Schub gibt. Die Hochdruckkompressorpumpen werden dann nämlich abgetrennt, weil der anliegende Luftdruck nun durch die höhere Drehzahl deutlich ansteigt und die Mitteldruckpumpen dann nämlich ausreichen. Aber das habt ihr ganz sicher schon selber ausprobiert, ne? So, wo waren wir? Ach ja. Das nächste Panel, um das wir uns jetzt kümmern, ist das Anti-Ice-Panel. Damit können wir die warme Luft von den Triebwerken oder der Hilfsturbine benutzen, um zum Beispiel die Flügel eisfrei zu halten. Das ersetzt aber nicht eine eventuelle notwendige Enteisung des gesamten Flugzeugs bei entsprechenden Bedingungen. Im Flug reicht es aber aus, um durch die entsprechenden Wetterschichten in eine vereisungsfreie Flughöhe zu kommen. Engine Anti-Ice ist die Enteisung für die Triebwerkseinlässe. Damit sich dort kein Eis bildet, das sich ablösen könnte und die Turbinenschaufeln beschädigt oder die Leistung beeinträchtigt, wird von der Hochdruckkompressorpumpe über ein elektrisch gesteuertes Ventil Warmluft abgenommen und durch die Triebwerksvorderkante geleitet. Da die Turbinenschaufeln selbst nicht beheizt werden, kann es bei Eisregen oder starkem Schneefall helfen, die Triebwerke vor dem Start für einen Moment mit 70% N2-Drehzahl laufen zu lassen, um die vorderen Turbinenschaufeln von Eis und Schnee zu befreien. Probe und Window Heat sind die Staurohrheizung und die Scheibenheizung. Die sind beide elektrisch betrieben. Nun zum Kabinendruckpanel. Hier steht Manual VS Control. Moment mal, VS steht doch für Vertical Speed, also Steig- und Sinkrate. Das stellt man doch an der FCU ein. Ja, richtig. Da stellt man die Steig- oder Sinkrate, die das Flugzeug tatsächlich steigen oder sinken soll, ein. Aber wenn ich den Druck in der Kabine genau gleich mit dem Außendruck lassen würde, dann bekäme man einen starken Druck auf die Ohren. Wie bei einer langen Steigung, wenn ich mit dem Auto fahre oder eben beim Gefälle. Außerdem ist es ab einer gewissen Höhe für die Gesundheit nicht mehr förderlich, den Außendruck mitzugehen. Ich muss uns in der Kabine also eine andere Steigrate als tatsächlich vorgaukeln. Das macht die Elektronik beim Airbus allerdings ganz und gar selbstständig. Jedenfalls, solange ich hier nicht an dem Panel rumfummel. Da ich in der MCDU ja meine Flugziele eingebe, ist auch bekannt, in welcher Höhe über Null sie liegen. Außerdem wird natürlich der äußere Luftdruck gemessen. So errechnet das System eine passende Steig- und Sinkrate, damit der Passagier eben keinen starken Druck auf den Ohren verspürt. Und es gibt natürlich auch einen Mindestdruck, der gehalten werden muss, auch wenn in der Flughöhe draußen tatsächlich viel geringerer Druck herrscht. Aber zurück zu den Einstellmöglichkeiten. Ich kann die automatische Regelung nämlich überbrücken, wenn ich diese Taste drücke. Dann geht das mit diesem Kipphebel. Hoch verringert den Kabinendruck, runter vergrößert ihn. Der Luftdruck verhält sich ja umgekehrt zur Höhe. Landing Elevation Auto, also Landehöhe Auto. Mode Select Auto ist hier der Normalfall und der automatische Druckregelungsmodus ist aktiv. Auf der ECAM-Seite für den Kabinendruck wird eine grüne SYS1 oder SYS2 Meldung angezeigt, die angibt, welcher Kabinendruckcontroller aktiv ist. Wenn der Schalter auf manuell gestellt ist, leuchtet eine weiße Mannleuchte am Schalter auf und der Manual Vertical Speed Control Schalter wird aktiviert, mit dem man die Position des Auslassventils steuern kann. Die Landehöheninformationen werden dann von der ECAM Cruise und der Kabinendruckstatusseite entfernt. Wenn der Landehöhenregler auf Auto gestellt ist, werden die Landehöhendaten vom Flight Management Guidance Computer an den Kabinendruckregler weitergeleitet.
Auf der E-Cam-Kabinendruckseite wird auch eine grüne Automeldung angezeigt. Diesen manuellen Modus benutzt man aber nur, wenn der Flight Management Guidance Computer nicht funktioniert oder die Landehöhendaten nicht korrekt angezeigt werden. Dreht man den Regler aus der Autostellung heraus, wird Cabin manuell und die ausgewählte Landehöhe auf der Statusseite für den Kabinendruck am ELCAM angezeigt. Stimmt der Kabinendruck am Boden nämlich nicht mit dem Außendruck überein, dann gehen die Türen nicht auf. Habt ihr euch schon mal überlegt, warum eine Kabinentür immer erst ein Stückchen nach innen aufgeht, bevor man sie aufschwenken kann? Na, damit sie nicht aufpoppen kann, wenn innen mehr Druck ist als außen. Ditching, der Notwasserungsschalter. Das ist ein geschützter Schalter, der alle Kabinendruckventile in Notwassersituationen schließt. Auch bei Enteisungsarbeiten wird dieser betätigt. Leuchtet on, dann sind alle Einlass- und Auslassventile und auch die Außenluftöffnungen geschlossen. Packs werden automatisch abgestellt und auch diese entsprechenden Ventile sind geschlossen. Hier auch gleich prompt die Fehlermeldung, dass die Packs nicht mehr funktionieren. Also das mit dem Ditching-Schalter, das können wir am Boden ja gut ausprobieren. Aber die manuelle Kabinenhöhenregelung, da ist schlecht dran rumzuspielen, wenn man am Boden steht und die Türen auf sind. Das ist dann was für den Flug. Beim Phoenix Airbus haben wir hier das Cargo Heat Panel, also das Panel für die Frachtraumheizung. Dieses Panel fehlt beim Fly-by-Wire. Es steuert die Heizung im hinteren Frachtraum. Der Airbus kann optional auch mit einer unabhängigen Belüftung für den vorderen Frachtraum ausgestattet werden. Hot Air. Die normale Stellung im Automodus hier ist on. Und man kann mit dem Temperaturregler die Luftzufuhr, die von den Packs kommt, regeln. Bei Überhitzung leuchtet Fold auf. Aft Isolation Valve. Das Absperrventil für den hinteren Frachtraum. Auto ist die normale Schalterstellung. In diesem Automatikmodus öffnet die Laderaumbelüftungssteuerung die Einlass- und Auslassabsperrventile der Laderaumbelüftung und schaltet den Abluftventilator der hinteren Laderaumbelüftung ein. Wenn im hinteren Frachtraum Rauch erkannt wird, schließt die Laderaumbelüftungssteuerung automatisch sowohl die Einlass- als auch die Auslassabsperrventile und schaltet den Abluftventilator ab. Stimmt die Ventilstellung nicht mit der Schalterstellung überein, leuchtet Fold. In Off-Stellung werden die Einlass- und Auslassabsperrventile der Ladeluftentlüftung geschlossen und der hintere Laderaumabluftventilator ausgeschaltet. Der Laderaum ist dann nicht mehr belüftet. Cargo Smoke Panel. Diese leuchten rot, wenn Rauch im jeweiligen Laderaum erkannt wird. Die Aktivierung der Aft Cargo Smoke Warnung schließt auch die hinteren Laderaumeinlass- und Auslassabsperrventile und schaltet den hinteren Abluftventilator ab. Die Laderäume verfügen über ein Rauchmeldesystem. An den Deckenplatten sind jeweils zwei Rauchmelder. Das Ganze einmal im vorderen und zweimal im hinteren Frachtraum. Wenn jeweils beide dieser Rauchmelder Rauch entdecken, wird die Warnung ausgelöst. Ist einer dieser Rauchmelder defekt, dann reicht es natürlich allein, wenn einer Rauch detektiert. Testknopf. Wenn man hier länger als 3 Sekunden drückt, dann wird ein Testzyklus gestartet, bei dem die Smoke- und Discharge-Lampen leuchten müssen und die Warnglocke ertönt. Außerdem schließen sich die Lüftungsventile, worauf ein zweites Mal die Smoke-Warnung ertönen muss. Am E-Cam erscheint die Warnung auch zweimal. Thank you.
Discharge-Schalter. Dieser geschützte Schalter zündet die entsprechende Zündpille auf dem entsprechenden Feuerlöscher und entlädt dann das Löschmittel in diesen Frachtraum. Wenn die Flasche entleert ist, leuchtet nach etwa 60 Sekunden Discharge auf, also D-I-S-C-H. Weiter geht es mit dem Ventilation Panel. Also das Belüftungspanel. Blower-Schalter. Wenn sowohl der Gebläse- als auch der Abluftgebläseschalter der Avionik auf Auto stehen, also keine Lampen leuchten, ist das Belüftungssystem der Avionik-Instrumente für die normale Betriebskonfiguration eingestellt. Override. Wenn dieser blaue Schalter auf Override steht, schaltet sich das Gebläse für die Avionik-Kühlung aus und sowohl das Einlass- als auch das Auslassventil dieser Belüftung schließen. Wenn sowohl das Gebläse als auch die Abluftventilatoren in Override stehen, wechselt das Belüftungssystem in die Rauchkonfiguration. Ist nur der Abluft, also der Absauglüfter, in Override, ist dies eine unnormale Einstellung, weil die Ein- und Auslassventile beide geschlossen bleiben. In dem Fall kommt Luft nur von der Klimaanlage und die Frachtraumheizung schaltet sich ab. Fold leuchtet, wenn der Abluftdruck zu niedrig ist oder der Abluftkanal überhitzt, der Avionik-Kühlcomputer keinen Strom hat oder eine Rauchwarnung vorkommt. Wenn das Flugzeug am Boden steht und die Triebwerke aus sind, kommt zusätzlich noch ein akustisches Warnsignal. Die Blower- und Extraktfan-Fehlerleuchten leuchten gelb, wenn Rauch im Avionik-Lüftungssystem erkannt wird, mit einer zugehörigen ECAM-Warnung. Im Abluftkanal des Avionik-Raums ist nämlich ein Rauchmelder installiert. Rauch in der Avionik wird durch einen akustischen Einzelgong, das Aufleuchten der Smoke-Leuchte auf dem Emergency Electric Power Panel, die Blower- und Blower-Extract-Fold-Leuchten auf dem Ventilationspanel und mit Master Caution angezeigt. Cabin Fans, also die Kabinenlüfter. Die Kabine, die Toiletten und die Bordküche werden durch zwei Kabinenumluftventilatoren belüftet. Die Kabinen- und Toilettenluft wird über das Auslassventil nach außen geleitet. Diese Ventilatoren laufen kontinuierlich. On ist der Normalfall und keine Lampe leuchtet. Off stoppt beide Ventilatoren. Fallen die Lüfter aus, dann werden die Einlasstemperaturen der Kabinenluft vorne und hinten auf 59 Grad Fahrenheit, also 15 Grad Celsius, festgelegt. Die Temperaturregelung im Cockpit ist davon nicht betroffen. Engine Manual Start und Ignition Panel. Um das nun zu verstehen, müssen wir uns nochmal in Erinnerung rufen, dass die Triebwerke durch die FEDEC komplett autonom gesteuert werden. Diese Abkürzung FEDEC hatten wir ja schon öfter, also diese vollautomatische digitale Triebwerkssteuerung. Und darüber wird ja auch die Startphase automatisch gesteuert. Startet man nun herkömmlich die Triebwerke, werden die Werte für N1-Drehzahl, N2-Drehzahl und solange die N2-Drehzahl noch unter 50% ist, auch die Abgastemperatur von dieser FEDEC überwacht. Und wenn da irgendwas nicht genau stimmt, wird der Triebwerksstart selbsttätig abgebrochen. Hier können wir einen manuellen Start einschalten. Dann startet das Triebwerk auch wie im automatischen Modus, allerdings ohne, dass bei einer Abweichung abgebrochen wird. Manuelle Starts werden nur am Boden durchgeführt. Ist der Schalter eingeschaltet, dann öffnet sich das Motorstartventil, wenn der Engine Mode Wahlschalter auf Crank oder Ignition Start steht und N2 weniger als 15% beträgt. Noch kurz zur Erinnerung, N1 ist die Drehzahl am vorderen Turbinenrad und N2 ist hinten die Arbeitsturbine. Jetzt gucken wir uns mal das Panel vom A320neo vom Fly-by-Wire Airbus an. Hier gibt es noch die N1-Mode-Schalter. Wenn einer der für den normalen Startmodus erforderlichen Messwerte verloren geht,
dann schaltet die FedEx automatisch in einen alternativen Steuerungsmodus zurück, der als steuernden Motorparameter die N1-Drehzahl als Messparameter benutzt. Und hier gibt's dann zwei Modi. Einen N1-bewerteten Modus und einen N1-unbewerteten Modus. Im N1-bewerteten Modus regelt die FedEx die N1-Drehzahl anhand der Schubhebelposition, der Temperatur und der Höhe, in dem sich das Flugzeug befindet. So wird eine Überschreitung der Grenzwerte verhindert, genauso wie im Automodus. Schaltet die FedEx in den N1-unbewerteten Modus, wird im ECAM N1-degraded angezeigt und die N1-Drehzahl des Triebwerks wird nur anhand der Schubhebelposition eingestellt. Die Rasten des Schubhebels bieten dann keinen Begrenzungsschutz. Da ist Überschub möglich und in beiden dieser N1-Modi sollten die N1-Drehzahlen übereinstimmen. Normalerweise stellt man ja beide Schubhebel parallel ein, aber in diesem Fall muss man die N1-Drehzahlen einzeln betrachten und eventuell die Schubhebel unabhängig verstellen. Aber das ist für uns nun wirklich reine Theorie, denn diese N1-Modi sind beim Fly-by-Wire im jetzigen Stand nicht simuliert und der Phoenix hat diese Funktion überhaupt nicht. Das hängt nämlich davon ab, welche Triebwerke verbaut wurden. So, das war diesmal ziemlich viel Theorie. Aber mal sehen, ob wir im nächsten Teil das Overhead-Panel fertig kriegen. Bis denne!